Hallo meine lieben Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Bastelei. Und es geht natürlich, wie ihr seht, wieder um den 3D-Drucker. Ich habe hier so einen Tronxy XY2 Pro und der ist mir zu laut. Und es ist ein sehr, sehr preiswerter 3D-Drucker. Von daher kann man sich nicht beschweren, dass da so billige Lüfter drin sind. Ja. Also, der ist mir einfach zu laut und den mache ich jetzt leiser. Viel Spaß beim Video und lass mir ein Abo da. So, zuerst testen wir mal die Lautstärke mit dieser DB oder Lautstärke App und schalten den Drucker mal ein. Und hier die Watt, 10 Watt, 11 Watt. Ja, jetzt sind wir bei 9 Watt. Jetzt sind es 8 Watt. Und das sind hier jetzt die, natürlich kommt jetzt meine Stimme noch dazu. Das ist jetzt hier die Lautstärke, die das Ding hat, ohne dass die Hotend und die Bauteilelüftung noch angeht. Das könnte man hier mal probieren. Die Fans. So, jetzt sind auch noch die Bauteillüfter auch noch mit dazu geschaltet. Und dann kommt der auf 60 dB roundabout. Also die lautesten Lüfter sind die vom Netzteil und vom Motherboard und die werden jetzt ausgetauscht. So, ich hab da eine Schraube, hier die zwei und jetzt die untere und jetzt ist hier auch noch eine und hoffentlich ist da dahinter keine mehr, dann werden sie bescheuert, denn jetzt habe ich halt die Hoffnung und siehe da, da ist eine Schraube dahinter, ihr Idioten, ja. Bedeutet, ich muss den ganzen Krempel irgendwie rauskriegen jetzt hier. Da. Also beim Zusammenbauen in jedem Fall da oben die Schraube wieder weglassen. Das ist irgendwie da eingeschoben. Wenn ich mir überlege, dass die Schraube hier ist, dann sitzt die genau hier dahinter. Ja. Ja Leute, auch ich war doof. Ich habe vergessen, Aufnahme zu drücken, als ich das gemacht habe. Also ich habe hier die Schrauben gelöst, an die komme ich nicht. Und das mit der ersten Idee zu bohren hat auch keinen Sinn, weil die Bohrung hier hinter dem Holm sitzt. Also ich wusste, da ist nur noch eine und habe ein bisschen gebogen und dann macht es Knack hier und dann kam das hier raus. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt ist es eh verbogen, jetzt habe ich weiter gebogen. Und wie ich noch ein bisschen weiter gebogen habe, zack, brach direkt aus die Schraube aus dem Gewinde raus. War ja gewünscht. Inzwischen habe ich auch hier die Leitung schon abgeschnitten, weil es unheimlich schwer ist, den Lüfter da ab. Der ist draufgeklebt und ich brauche eh hier die Zuleitung, wo ich den neuen dran löte. Jetzt machen wir erstmal Folgendes und biegen uns das wieder ordentlich dahin, wo es hingehört. Da gehe ich mal runter auf meine Werkbank und werde das mit einem Hämmerchen nochmal richten, damit das wieder ordentlich aussieht. Und werde das hier gleich ausklinken, sodass ich das jederzeit wieder so da drauf setzen kann. Dann prüfen wir jetzt erst einmal, was da überhaupt für eine Spannung kommt.
Und hier kommt gleich 24,4. Ja. So soll der jetzt hier drauf. So kommt er drauf und soll dann da dagegen pusten. Ja. Mal gerade erstmal gucken, ob genügend Platz drin ist. Das sieht gut aus. Ja, dann gibt es ja hier diese Step-Down-Converter, die von, muss ich gucken, glaube 40 Volt auf 1,5 oder 2 Volt runter, einstellbar runter regeln können. Das heißt, man stellt sich den Step-Down-Converter mit Hilfe dieses Spindelpotentiometers mit einem kleineren Schraubendreher, dreht man so lange, bis man die Spannung eingestellt hat. Und das habe ich hier bei dem schon gemacht. Ne? Ich habe also hier meine 24 Volt oben vom Netzteil, geht Eingang plus und minus auf den Step-Down-Konverter und dann dreht man hier so lange an dem Potti. Das stört ja ganz schön hier die helle LED. Ne? Dreht man so lange an dem Potti, bis auf der Ausgangsseite hier die 12 Volt angezeigt werden. Das habe ich schon vor ein paar Wochen mal gemacht. Ich habe da mal mehrere von den Dingern mir eingestellt. Ja, und er hat auch nach Wochen immer noch konstant die 12,0 Volt, die er ausgibt. So, und an diesen Ausgang, also an diesen Eingang, schließen wir hier unseren Ausgang aus dem Netzteil für den Lüfter mit den 24 Volt an. Und und das geht hier rein. Und hier, wo es rauskommt, da kommt hier unser 12 Volt Noctua-Lüfter dran. Ja, hier bei dem Noctua, da sind ja einige Verbinder dabei. Da habe ich mir einen davon genutzt, um den, der wird wahrscheinlich nie kaputt gehen, so ein hochwertiger Lüfter. Aber wenn das schon dabei ist, dann kann ich das verwenden, diese Steckverbindungen. Der rote kommt dann dort dran. Und eine schwarze minus hier drüben. Dann montieren wir mal das Ding. Durchziehen werden die ein bisschen schlanker. So. Jo, ordentlich verlötet. Und jetzt hole ich mir einen Kabelbinder und binde mir das Teil einfach hier mit hin. Ich werde das hier hin montieren. Wenn das so mit Kabelbinder, das ist nichts Gescheites. Müssen wir gucken, dass auch hier genug Platz ist. Und zwar hier in dem Bereich. So, dann unterhalb der Mitte, hier so, und da reicht eine Bohrung. Ich habe dann hier den 3 mm Bohrer. Dann habe ich schon das isoliert nach hinten mit Plastik und kleines Stückchen doppelseitigen Klebeband. So. Und eine Mutter. Normal macht man es andersrum, aber ich wollte nicht, dass die Schraube hinten rausguckt. Da. Denn das wäre fatal. Könnte länger sein.
Ja, ach du kriegst die Tür nicht zu. Ne? Also, der Noctua-Lüfter, der ist etwas zu hoch. Drückt dann innen, wenn ich es reinmachen würde, auf irgendein Bauteil. Deswegen habe ich jetzt diese eine Schraube wieder reingekriegt. Hier oben, die ging ja nicht, die habe ich ja weggemacht. Das heißt, es hängt hier schon dran. Und jetzt könnte hier eine Schraube rein, da passt das Loch aber auch nicht mehr und da unten das auch. Aber ich entschließe mich jetzt und werde hier seht ihr den Lüfter da drin, das einfach, ich habe genug Bodenfreiheit hier unten. Und wenn das dann so ein bisschen schief da drin sitzt, macht mir das auch nichts. Und jetzt versuche ich halt hier den Kabelbinder da. Das ist die einfachste und schnellste Lösung hier. Ja, unten muss ich das ja auch noch machen. Mit einem zweiten. Und die biege ich mir vorher immer schon ein bisschen in die Richtung. Biegen wir das sogar noch ein bisschen raus, damit sich das da drauf stützt. So. Damit kann ich leben. Hauptsache das Ding ist leise. So. So, der hat eine sehr lange Schraube und genauso war ja der Originale auch befestigt, nur dass der jetzt so blöd da rumhängt. Der wäre schöner, wenn ich den da oben hin positioniere. Also, nochmal. So, jetzt hoffe ich habe die Lösung. Also, der wird wieder genau da drauf geschraubt, wo der alte auch war. Mit diesem Abstandssensor. Mit dem Abstandshalter. So, und den lasse ich hier einfach so mit da baumeln und setze jetzt hier, das Stückchen hatte ich noch gehabt, sodass ich das nicht abschneiden brauchte. Ja, das sind so die Standardstecker. Und verstecken die Leitung ein bisschen da dahinter. Und dann testen wir mal. Der läuft nur kurz an. Ja, das war bei dem anderen auch. So. Und der da oben läuft auch. Jetzt kann ich mir überlegen. Ich lasse mal das Kabel hier hinten rausgucken und nicht so an der Seite. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. So, dann schalte ich mal ein. Erheblich leiser, ne?
So, und da unten schleift das jetzt ein bisschen auf dem Boden. Ja, seht das, wie das jetzt so schräg da hängt. Aber ich bin überzeugt, da kommt noch genug Luft hin. Wenn ich Lust habe, werde ich das noch ein bisschen erhöhen. Aber so leise, wie das jetzt ist, das gefällt mir besser. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Der Einbau dieser Noctua-Lüfter in meinen Drongsi, das wird wohl auch in vielen anderen Druckern, 3D-Druckern so ähnlich funktionieren. Die gibt es leider noch nicht in 24 Volt, sondern nur in 12 Volt, sodass man um dieses Step-Down-Converter nicht drumherum kommt. Brauchst ein Messgerät, irgendwie ein regelbares Netzgerät oder mehr als 24 Volt, um das dann einzustellen. Ich hoffe, euch hat das Video was gebracht. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ja? Und bye bye, sagt der Bastelei.